Gestern sprach sich herum, dass Günther Maschke verstorben sei. Und wie es scheinbar mittlerweile eine Art Nische für mich geworden ist, muss ich auch hierzu wieder einige miesepetrige Worte loswerden, in aller Kürze. Da die Komplexität der Thematik eine umfangreiche Beschäftigung an dieser Stelle leider nicht zulässt. Ich habe zwar zugegebenermaßen noch keinen einzigen, der seit gestern am späten Nachmittag, glaube ich, erschienenen wenigen Nachrufe auf Maschke gelesen, inhaltlich, da ich dazu noch keine Zeit fand, aber habe bereits an den Überschriften teils wahrgenommen, teils bin ich mir sehr sicher, weil es leider selbstverständlich ist, dass diese Nachrufe zu einem guten Teil und mit besonderer Priorität einmal mehr auf die Phrase vom einzigen echten 68er Renegaten oder generell 68er Renegaten rekurrieren werden, die angeblich von Jürgen Habermas stammt. Und während ich rein formal an dieser Stelle einmal etwas tun muss, was ich ansonsten nie tue, und auf die Diskussionsseite des Wikipedia-Artikels zu Günter Maschke verweisen möchte, weil dort sehr intensiv von vielen und durchaus nicht den einschlägig bekannten Antifa-Wikipedia-Autoren und dergleichen Klientel darüber diskutiert und recherchiert wurde, ob dieser Spruch jemals wirklich gefallen ist. Und am Hinweis erkennt man schon, das ist nicht nur sehr strittig, sondern auch extrem unwahrscheinlich. Das möge jeder selbst nachlesen. Quellenkritik ist ja eine wichtige Sache, wie man nicht zuletzt auch an gewissen angeblichen Nietzsche-Zitaten, die in unserer sogenannten Szene kursieren, ablesen kann. Ich möchte darüber hinaus nur ganz kurz anmerken, dass man nicht nur Günther Maschke, den ich nur sehr kurz persönlich kennenlernen durfte, aber als einen nicht nur sehr angenehmen und witzig geistreichen Zeitgenossen erlebt habe, sondern den ich auch als einen extrem profunden Kenner seines Fachs und seiner weitläufigen geisteswissenschaftlichen Studien kenne, dass man diesem Mann nicht nur sehr Unrecht tut, wenn man ihn vorrangig auf seine Rolle als angeblichen einzigen echten 68er Renegaten reduziert, so als ob es eine Leistung wäre, geistige Fehler anhand der Realität. Und Maschke hat den Anlass für seinen Sinneswandel ja in Kuba vor Ort gefunden. Solche Fehler einzusehen und sich dementsprechend zu verhalten. Ich sehe darin vielmehr eine der vielleicht widerlichsten Angewohnheiten des konservativen Milieus, nämlich sich so viel auf die eigene Rechtschaffenheit und Realitätsorientiertheit einzubilden, dass man ununterbrochen auf der Suche nach ehemaligen Linken oder was man dafür hält, ist, die auf die eigene Seite scheinbar übergewechselt sind, um sich selbst auf die Schulter klopfen zu können und dies als Beleg für einen unfassbaren, im Sinne von nicht wirklich vorhandenen eigenen geistigen Sieg, auch im Untergang zu sehen. Das ist abstoßend und das ist peinlich und man übernimmt damit Sprach- und Denkmuster des Feindes, was man niemals tun sollte. Nicht zuletzt deshalb ist es eine unserer vorrangigsten Aufgaben als zukunftsorientierte, nicht reaktionäre und auf längst geschlagene und verlorene Schlachten fixierte Rechte, die herbeigeredete und geschriebene epochale Bedeutung des vorgeblichen Wendejahres 1968 ebenso abzuräumen wie die darüber hinaus deutende Bedeutung von Jahren wie 1945. Und das geistige Packeis, in dem wir uns durch diesen ewigen Rekurs auf frühere Zeiten, die nicht die unseren sind, befinden, zu zerbrechen, um
uns auf eine von uns, durch uns und für uns gestaltete Zukunft konzentrieren zu können. Ich würde das gerne alles noch deutlich weiter ausführen, kann aber nicht versprechen, dass es mir in nächster Zeit möglich sein wird. Wir werden sehen, ob und wenn ja, wo dies geschieht. Ich bitte aber jeden Einzelnen, genau zu überdenken, inwieweit er sich mit Deutungsmustern des Gegners gemein machen möchte, inwieweit dieses Denken sein eigenes durchseucht und wie wenig produktiv es sein kann, das eigene Heil in scheinbar kompromittierten Vertretern der Gegenseite zu suchen. Es gehört überhaupt nichts dazu und es ist überhaupt keine Leistung, ein sogenannter Ex-68er zu sein. Und wenn ich mich in der sogenannten neurechten Publizistik dieser Zeit umschaue, sind insbesondere diese Stimmen in der Regel die unnötigsten und penetrantesten, auf die es am allerwenigsten ankommt und die lediglich seit bis zu 40 Jahren den gleichen Quatsch erzählen, der damals nicht weitergeholfen hat und heute nach dem Ende der Blockkonfrontation, dem Aufkommen der Globalisierung etc. mit Sicherheit noch deutlich weniger irgendwo hinführt. Das sollten wir besser können, das müssen wir besser können. Also in diesem Sinne vorwärts voran.